Ja, hallo. Wir reden heute über Nudes. Wer nicht weiß, was das ist, es ist quasi Aktfotografie. Nur Aktfotos, aber ästhetische. Auf digitalem Wege, was man sie so hin und her schicken kann. So Fotos von Geschlechtsteilen oder ähnlichem. Ja, dieses Mal. Na, wirklich nicht. Und es ist anscheinend im Moment ein Problem, gerade für Jugendliche, die sich das zuschicken und dann vielleicht eine oder andere Partei davon das zur Erpressung verwendet. Und ja. Okay, schlüpfriges Thema heute wieder. Der Verwerser ist wieder da! Schauen wir da mal rein. Was mit einer Freundschaftsanfrage im Internet beginnt, kann in einer Erpressung enden. Immer mehr Menschen werden laut Rat auf Draht mit Nacktbildern oder Videos unter Druck gesetzt. Vor allem Jugendliche, Mädchen als auch Buben seien immer häufiger davon betroffen, meldet die Beratungsstelle heute. Diese Erpressungsmasche nennt sich Sextorsching. Was darunter zu verstehen ist und wie man sich schützen kann, Alexandra Nöbauer berichtet. Alles beginnt mit einer vorerst freundschaftlichen Kontaktaufnahme auf Social Media und endet mit einer Erpressung durch Nacktbilder, die zuvor nicht wissentlich aufgenommen wurden. Es ist so, dass sich meist eine junge, hübsche Frau bei einem meldet oder ein junges, hübsches Mädchen bei einem meldet und einen Chat beginnt. Und dieser Chat geht sehr schnell in eine erotische Richtung und es wird quasi vorgeschlagen, dass man sich gegenseitig Nacktfotos oder auch Nacktvideos schickt. Damit diese Fotos nicht veröffentlicht werden, fordern die Täter einen erheblichen Geldbetrag. Laut der Beratungsstelle Rat auf Draht nehme die Zahl der Fälle von Sextorschen zu. Auch das Bundeskriminalamt bestätigt eine Zunahme bei diesen Straftaten. Betroffen sind meist männliche Jugendliche, aber auch Erwachsene. Die Anfragen bei der Notrufnummer steigen jedenfalls und das verglichen zum Vorjahr um knapp 40%. Meistens ist es so, dass so ein Fall bereits passiert ist und dann ist natürlich die Angst sehr groß, wo die Bilder hinkommen, wer diese Bilder erhält und das sich halt einfach verschickt und auch an den Bekanntenkreis. Zwei neue Online-Tools sollen helfen, die Veröffentlichung von Nacktbildern oder Nacktvideos auf bestimmten Plattformen zu verhindern. Diese Tools verhindern, dass die Bilder erneut hochgeladen werden können und zwar erstellen die einen Hashwert, das ist ein digitaler Fingerabdruck, der den Upload-Filtern der sozialen Plattformen zeigt, dass diese Bilder nicht hochgeladen werden sollen. Ganz wichtig ist aber, dass man die Bilder noch gespeichert haben muss auf einem Endgerät. Wurden Nacktbilder bereits auf einer Online-Plattform veröffentlicht, empfiehlt Rat auf Draht, sich sofort direkt bei der Plattform zu melden, damit es gelöscht wird. Eieiei, was machen die jungen Leute so? Ja, da haben wir wieder ein neues Wort gelernt. Sextorschen. Kommt übrigens von Extorschen, heißt übrigens Erpressung. Nicht zu verwechseln mit Blackmail. Aber Verbindung ist Sex und ja, ist anscheinend jetzt eine neue Währung im Internet, dass wenn man zu gutgläubig, zu naiv in das Thema Nacktheit und Sexualität reingeht, dass das Menschen ausnutzen können. Naja, gut, es ist halt eine neue Technik, gell? Weißt du, vielleicht haben sie die Menschen immer schon gern irgendwelche Nacktheiten gezeigt, weiß ich nicht. Aber was weiß ich, in den 70er, 80er Jahren hast du noch ein bisschen Polaroid-Fotos machen, weißt du, bis das verschickt worden ist, war das nicht so einfach. Heute machst du es schnell mit dem Handy. Und was fotografieren Sie? Mädchen. Nur Mädchen. Nur Mädchen? Nur Mädchen. Nur Aktfotos, aber ästhetische. Ja. Aber ja, gut, es ist halt, naja, klar, es ist was Persönliches, gell? Da kann man dann gut erpresst werden. Ich frage mich halt, naja, wenn man sowas macht, ja, also wenn man jetzt Nacktbilder verschickt, sollte man nicht damit rechnen, dass das rauskommen könnte, ja? Weißt, wie naiv ist man, gell? Also, oder dann halt drüber stehen, weißt, dass man sagt, so, ja, ich habe jetzt Nacktbilder geschickt und dazu stehe ich und deswegen lasse ich mich nicht erpressen. Ja, wie kann man sich da schützen? Was macht man? Also entweder man sendet nichts, ja? Oder man sendet falsche Bilder und schaut einmal, was da passiert, weißt? Ja. So einen ganz einen dicken, alten Mann schicken, ja? Ich kann dir das beweisen. Das bist ja gar nicht du. Ja, ich wollte nur schauen, ob du mich erpressen willst, keine Ahnung, ja? Oder drüber stehen. Ja, das ist eben die große Frage. Ich meine, was ich spannend finde, ist, dass halt da jetzt auch solche Tools quasi verwendet werden, wo man quasi den Fingerabdruck oder halt die Pixel-Aneinanderreihung quasi dorthin schickt. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig, dass du Seiten hast, wo die ganze Zeit nur Nacktbilder hingeschickt werden, die dann quasi getrackt werden, dass die nicht mehr hochgeladen werden. Aber was ist da der Schutz, frage ich mich. Weil dann würdest du ja nur verhindern, dass es quasi nicht auf einer
Pornoseiten hochgeladen wird. Ja, da war immer, vielleicht kannst du das Facebook oder Instagram oder so auch schicken, ja, keine Ahnung, und der merkt es dann. Ja. Nacktbilder. Teil von iOS 15.2 ist ein Nacktfotofilter für iMessage. Eltern haben die Wahl, im Rahmen der Familienfreigabe auf den Geräten ihrer Kinder den Nacktfilter zu aktivieren. Das Betriebssystem analysiert vorher alle Bilder und sendet dann einen Warnhinweis und lässt die Bilder verschwommen anzeigen. Aber wie, man kann natürlich jetzt auch bei Tipps bleiben. Was sind die Tipps, die man geben kann? Weil, wenn man so etwas verschickt, mein Vergleich ist da immer so, es ist wie wenn man was herleicht. Wenn du was herleichst, musst du damit abfinden, dass du es entweder nie wieder kriegst oder kaputt wieder kriegst. Richtig. Und wenn du Fotos machst auf deinem Handy von dir selber, sind die grundsätzlich schon mal nicht sicher, weil die mal grundsätzlich auf deinem Handy sind. Und wenn du das dann weiter schickst, dann musst du dich damit abfinden, dass die jetzt jeder sehen könnte, weil du der Person am anderen Ende ja nicht hundertprozentig vertraust. Beziehungsweise ja, ja. Gibt es ja auch sowas wie, mein Account wurde gehackt. Ja. Naja, das ich wollte gerade sagen, du sagst was Gescheites. Es ist generell nicht gescheit, Fotos am Handy zu haben, wo du willst, dass das keiner sieht. Ja? Da hat es vor Jahren Prominente gegeben, da ist die iCloud gehackt worden und... Da ist aber nur ums Passwort gegangen, spannenderweise. Da hat jemand das Passwort rausgefunden. So genau weiß ich das gar nicht. Und dann kommst du quasi auf die Daten in der Cloud und wenn du da halt dann deinem Schwarm hin und wieder was schickst, kannst du scheißen gehen. Ja. Trotzdem wird Anne Hathaway dieser Einblick in ihre Privatsphäre nicht gefallen. Der Star aus The Dark Knight Rises wurde Opfer eines erneuten Hackerangriffs, wie ihn auch bereits Kolleginnen wie Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Miley Cyrus und Rihanna hinter sich haben. Die Bilder zeigen Anne Hathaway in privaten Momenten im Badezimmer. Oder was der ist, kommt drauf an, was Fotos ist nicht gleich Foto. Du hast im Intro gesagt, Aktfotos. Ja? Mhm. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp, wenn man sowas machen will, geht man zum Fotografen, macht ein paar schöne Aktfotos, ja? Und die kann man dann verschicken. Die sind ästhetisch schön. Nur Aktfotos, aber ästhetische. Ob man will, ob der Chef das jetzt sieht, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Aber ja, vielleicht sollte man das nicht selber machen. Ja. Einfach selber keine Fotos von sich machen, wo man nicht will, dass das irgendwie sieht. Ja? Keine Ahnung. Ich meine, ein weiterer Tipp, wenn man natürlich da jetzt nicht vorbeikommt, also wenn der Reiz so groß ist einer wunderhübschen Frau, die meistens wahrscheinlich grindiger Harvey ist, da jetzt Fotos schickt, Tipp vom Experten, einfach nett das Gesicht dazu machen, vielleicht auch keine großartig sichtbaren Tattoos dazu, weil dann ist es mit der Erpressung auch nicht mehr so leicht. Ja, man kann es gleich gefakte Fotos so schicken. Ja, eh. Dann ist eh wurscht. Aber die Frage ist eben, wie sehr kann ich überhaupt Vertrauen aufbauen zu einer jungen, unbeholfenen, wunderhübschen Person im Internet, die ich noch nie gesehen habe? Weil da muss man ja auch immer davon ausgehen, dass das meistens ein Blödsinn ist. Es hat ja sogar irgendwie so einen Skandal gegeben, amerikanische Website, wo Ex-Girlfriend irgendwie, wo du das postet hast, wenn sie Schluss gemacht hat und so, der hat eine Menge Kohle damit verdient. Ich wusste nicht, dass er das Gespräch aufzeichnete. Und selbst wenn ich eingewilligt hätte, hätte das nichts bedeutet, weil ich wahrscheinlich nicht zurechnungsfähig war. Ich weiß noch, wie die Zahl der Aufrufe immer weiter anstieg. Erst in die Hunderttausende und dann auf 1 Million. Da hat es auf Netflix einmal so ein Doku gegeben. Ja. Mhm. Und da kann man echt nur sagen, ja, passt auf mit dem, was ihr fotografiert. Und wenn ihr nicht wollt, dass das irgendwer sieht, dann macht man das nicht. Weißt? Es ist eh generell, wie soll man sagen, ja, ich würde es nicht verurteilen. Weißt? Sexualität ist was, das, wenn das einvernehmlich ist, soll das jeder ausleben, wie er will. Mhm. Ja. Aber es ist halt körperliche Nähe, das, was vielleicht verloren gegangen ist in unserer jetzigen Gesellschaft. Und wenn Sie zum Beispiel eine Katze zu Hause haben und eine Großmama, dann wette ich, dass die Katze in der Woche mehr Streicheleinheiten kriegt als die Großmama im ganzen Jahr. Was, dass man sagt, okay, körperliche Nähe liegt man nicht mehr so, vielleicht liegt es also ein bisschen an dem Tinder-App, was, da gefällt mir nicht, da schicke ich ein Nacktfoto, da habe ich das gekriegt, super, geil, ja. Da wird halt körperliche Nähe, wird halt... Entwertet, weißt? Und wenn man wirklich gern hat und man ist in einer Beziehung und beide sind nackt, ja, bin ich nie auf die Idee gekommen und sage, ja passt, ich hole jetzt die Kamera aus. Ja. Weißt, ich würde es jetzt festhalten, weil gar vergiss es, weißt, wenn man alt wird. Das ist aber ästhetische. Oder man macht es, wenn man alt wird. Weißt, wenn man ganz alt ist und schrumpelig, dann ist schon egal, weil es will eh keiner sehen.
Ja, wenn man ganz alt ist, dann geht man ja tatsächlich auf die Donauinsel und setzt sich da so locker da zum FKK-Strand. Und schön, dass man Leute sieht und man sagen kann, wow. Weil da, weißt, da ist die körperliche Nähe natürlich wieder eine ganz andere. Aber ja, die Frage ist, verstehen wir zwar angealterten Säcke überhaupt diese junge Kultur, die sie gegenseitig Nacktfotos schickt? Vielleicht ist es ja was Normales, vielleicht ist es ja sogar ein bisschen okay. Ich weiß es ja nicht. Naja, wahrscheinlich. Ich kann es nur nicht empfehlen, wenn man in der Situation erpresst wird und dem vielleicht sogar nachgehen würde, da 500 Euro zu zahlen, damit das nicht veröffentlicht wird. Wenn der Gedanke kommt, mach's gleich nicht. Weil jeder, der auf der anderen Seite ist, wurscht, ob das jetzt ein Fremder oder ein Partner, eine Partnerin ist, wenn da wer zum Streiten anfängt oder wenn da irgendjemand wirklich ein Unbekannter ist, im Zweifel niemals. Naja, klar. Niemals. Nein. Aber du hast jetzt was gesagt, vielleicht ist das für die jüngeren Generationen okay. Ja? Und damit, also ich finde es ja auch okay, ja? Wie sollen die das machen? Ja? Ja. Das berührt mich nicht. Nur wenn es wirklich okay wäre, kann es ja nicht erpresst werden. Genau. Weißt, also wenn das wirklich in der Gesellschaft ankommt und sagt, ja, du, das ist so, man hat wenig Zeit, man hat halt digitalen Sex, ja. Mhm. Was weiß ich, was denn, die ganze Welt ist vernetzt, was du bist irgendwo in Australien bist, was lieber mal ein Bild geschickt. Aber wenn es wirklich okay wäre, dann kann man sich auch nicht erpressen lassen. Weißt? Wir haben ein sehr starkes Zärtlichkeitsdefizit in diesen unseren westlichen Industrienationen. Wenn Sie zu der Zeit der Kuwait-Krise oder diese Palästinenser-Geschichten Israel, wenn Sie da mal diese Kameraberichte mitverfolgen, dann sehen Sie regelmäßig zum Beispiel zwei erwachsene Männer Händchen halten durch das Dorf laufen. Das heißt nicht, dass die alle schwul sind. Das heißt, dass die kein Programm dagegen haben. Vielleicht ist das auch so, vielleicht sollte man auch dazu stehen. Vielleicht sollten wirklich dann Jugendliche, ich meine, da ist das Problem, das muss ich auch noch erwähnen. Das sind halt Jugendliche, weißt? Das sind keine Erwachsenen. Ne? Und ich sage mal, Pornografie unter Jugendlichen ist natürlich happiger zu betrachten wie Pornografie bei Volljährigen. Derzeit ist es in Österreich so, wenn zum Beispiel eine 13-Jährige ihrem 15-jährigen Freund ein Foto ihrer Genitalien schickt und er das nicht sofort löscht, dann macht er sich wegen des Besitzes der pornografischen Darstellung einer unter 14-Jährigen strafbar. Man muss sich auch klar sein, dass Fotos von Jugendlichen unter 18-Jährigen, vielleicht sogar unter 14-Jährigen, wenn du das am Handy hast oder verschickst, dann bist du tatsächlich schon sehr, 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 sehr strafbar. Also wenn zwei Jugendliche ab 14 Jahren einvernehmlich und eigene Nacktfotos oder Videos austauschen, ist grundsätzlich erlaubt. Diese Aufnahmen dürfen jedoch nicht weitergeleitet werden und müssen gelöscht werden, sollte das einer von beiden wollen, sonst macht man sich strafbar. Wurscht, wie deine Intentionen waren, weil allein das Material an sich kann dich vor Gericht bringen, wenn du es besitzt. Ja? Mhm. Es gibt keinen Nachweis, ob du da drauf quasi auf ein Vergnügen bereitest, sondern es muss, wenn es auf deinem Handy ist, wurscht aus welcher Quelle, wenn es auf deinem Handy ist oder auf deinem Computer, dann wirst du eingesackelt. Ja. Und das ist zu Recht nicht zu übersehen. Und es ist spannend, dass nicht einmal da erwähnt worden ist. Ja, zu Recht wird man eingesackelt. Warum ich euch das erzähle? Rund die Hälfte aller Anzeigen wegen Kinderpornografie trafen im letzten Jahr unter 18-Jährige. Die Polizei hat rund 1.100 Minderjährige angezeigt. Sexualität ist auch was man lernt. Und wahrscheinlich ist das durch die heutige Zeit hat verloren gegangen, das, was ich vorher gesagt habe, mit körperlicher Nähe, wie funktioniert das, Beziehungen hin und her. Also, wie gesagt, ich denke nur an Tinder. Ich bin so froh, dass das noch nicht gegeben hat, wie ich jung war. Ja, also schau bitte, ich kann nach unten scrollen. Ja? Also was soll ich da sagen? Du siehst, das in rot. Ich komme mit dem Antworten nicht zusammen. Na, schau. Ich finde das ja wirklich verrückt, weil das sind ja nur mehr Bilder. Bilder sind nichts Reales. Ja? Das ist nicht das echte Leben. Und ja, und jetzt nutzen es halt ein paar Menschen aus, wo ich auch sagen muss, mir tut jeder Lab, der da erpresst wird, gell? Ja. Vielleicht auch noch dazu sagen, man hat es hinten im Video kurz gesehen, die Nummer von Rad auf Draht ist 147. Richtig. Ja, falls da wer betroffen ist, meldet sich dort. Scheinbar Helfende dabei. Mhm. Aber ja, wie gesagt, als Tipp, machen, wenn man über 18 ist, dann drüber stehen, ja,
vielleicht professionelle Fotos schicken von einem Fotografen. Weißt? Ja. Der kann es ästhetisch machen, ohne dass man sich schauen muss vielleicht. Und wenn man was hochlädt, muss man sich bewusst sein, dass das jetzt in jeder Hand gelangen kann. Wenn du ein Nacktbild verschickst, kannst du dir nie ganz sicher sein, was damit passiert. Du hast also keine Kontrolle darüber, an wen das Foto vielleicht weitergeleitet wird oder wo es aufscheint. Und wenn das Foto dann weitergesendet wird, kann das für Betroffene vor allem psychisch belastend sein. Bestes Beispiel, weißt, aus der jüngeren Vergangenheit, Thomas Schmidt, 2500 Penisbilder. Da rede ich auch keiner mehr drüber, gell? Auf seiner iCloud. Ja, rede ich auch keiner mehr drüber. Ja, richtig. Aber waren wahrscheinlich alle Erwachsene, man hofft es zumindest, aber wer weiß. Deswegen, auch wenn du einer Person vertraust und mit ihr online flirten willst, Nacktbilder zu versenden, ist für alle Beteiligten riskant. Die Frage ist, was habt ihr für Erfahrungen mit Aktfotografie, mit Nudes, mit Fotos von euren Körpern? Macht ihr sowas? Macht ihr sowas nicht? Kennt ihr sowas? Werden euch auch Dickpics geschickt? Ich weiß es nicht. Ich bekomme keine, Gott sei Dank. Und liked dieses Video, schickt es jemandem weiter, der nicht weiß, was Nudes sind, und kommentiert uns eure Meinung. Ja, bitte darum. Ich hätte es nicht gedacht, dass das Video mir jetzt so bezieht. Ja. Weil eigentlich, was, wie gesagt, Sexualität ist was Schönes. Ja. Aber ja, da geht es halt unter die Gürtellinie. Und naja, bis dahin, gell, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal. Aktfotos, aber ästhetische.